Es ist Tag. Menschen baden im Starnberger See. Der Streifenwagen hält an einem hölzernen Bootshaus. Davor ein Bootskran. Früher war so eine Harpune ein ganz einfacher Holzspieß. Also ein ebenbürtiger Kampf zwischen Mensch und Tier. Aber heute ist das quasi ein halbautomatisches Druckluftgewehr mit einer Edelstahlspitze. Ich glaube, dem betroffenen Fisch ist das vollkommen egal. Sabrina steht mit Kühlboxen an Biertischen. Sabrina, servus. Ach, servus. Macht sie einen Tauchkurs? Gegenfrage, hast du schon was harponiert heute? Was hab ich? Na ja, Kampf Mensch gegen Tier. Er grinst Staller an. Meinst du Fische jagen? Ja, das ist nämlich da verboten. Nein, ich mach da bloß das Catering. Wie oft machst du das? Zweimal die Woche, wenn sie einen größeren Tauchgang machen. Und, ist da vielleicht mal was aufgefallen? Ja, zum Beispiel? Harpunen. Na? Ein Schlauchboot nähert sich. Tja, da kommen sie ja, unsere Harpunisten. Im Boot vier Männer und eine Frau. Harpuneure. Alle tragen dunkle Neoprenanzüge. Ein junger Mann mit Seitenscheitel springt aus dem Boot und hastet heran. Ist gut, dass Sie da sind. Ja, ob das gut ist, wird sich herausstellen. Sie wissen also schon Bescheid. Logisch, illegales Harpunieren. Wovon reden Sie? Warum sind die Harpunen? Was für Harpunen? Okay, da unter Wasser alles abschießen, was flossen hat, und dann auch noch ableugnen. Aber wir haben hier keine Harpunen. Das gehen Sie mal auf Zeiten da. Hubert schiebt den jungen Mann zur Seite und tritt zum Schlauchboot mit Außenbordmotor. Im Bug liegt eine junge Frau auf dem festen Einlegeboden. Ach du liebe Zeit. Ohne Flossen, Mann. Das Gesicht der Toten ist fahl. Sie trägt einen Anorak mit Tarnmuster, Jeans und weiß geschnürte Schlittschuhe. Hubert und Staller mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht. Klein und blond. Dünnes Eis. Anja am Tatort. Weiblich, Anfang bis Mitte 20. Und Eisläuferin. Schreib's auf. Gibt's irgendwas, das man nicht auf den ersten Blick sieht? Sag mal, wenn die tatsächlich seit dem Winter im Wasser gelegen hätte, dann wird doch die deutlich anders ausschauen, oder täusche ich mich da? Nein, da täuschst du dich nicht. Wenn sie im Winter eingebrochen wäre, hätte sie stärkeren Algenbewuchs am Körper und die Oberhaut wird sich mehr ablösen. So, und jetzt entschuldigt's mich bitte. Ich muss mich beeilen, weil die Fäulnis einer Wasserleiche nach der Bergung schon nach wenigen Stunden bis zur Unkenntlichkeit voranschreitet. Ja, die Fäulnis schreitet überall voran. Ne? Das ist wie mit den eingelegten Früchten. Ja? Wie da mal der Sauerstoff drankommt. Anja und zwei Männer mit Einweghandschuhen schließen einen Leichensack. Hubert und Staller gehen zu den Tauchern, die mit Atemreglern hantieren. Ja, also von Ihnen kennt wahrscheinlich keiner die Dame. Nee, noch nie gesehen. Das habe ich mir gedacht. Sonja, wir haben eine Wasserleiche, weiblich, zwischen 20 und 30. Schaust du mal nach, ob da wer vermisst wird. Gut, danke. Da haben wir Glück gehabt, dass die die schon rausgeholt haben, sonst hätten wir nämlich selber dann unter müssen. Kannst du gar nicht tauchen? Eine Minute, 45 Sekunden. Also Luft anhalten. Dann wärst du da unten aber nicht weit gekommen. Ein Schlittschuh hatte sich in der Reuse verfangen. Wir mussten die Leiche zu dritt nach oben ziehen. Mhm. Wie tief waren das? Ungefähr 20 Meter. Und Ihnen gehört die Tauchschuhe? Nee, die gehörten Sepp Meierhofer. Wer sind Sie? Ich bin der Timo Bayer. Wo findet man den Herrn Meierhofer? Der ist heute nicht da, deswegen mache ich ja seinen Kurs. Das ist wieder typisch, wenn der Chef nicht vor Ort ist, gell? Aber der Girwitz. Nein. Der ist krank, deswegen ist er heute nicht da. Und übrigens, mit Tatun haben wir nichts zu tun. Das klären wir dann mal anders mal. Auf dem Polizeirevier. Staller geht zu Sonja in den Vorraum. Hubert folgt ihm. So, Sonja, haben wir schon, wenn der vermisst wird? Ja, eine Frau, 49, groß und blond. Ja, groß und blond ist doch unsere auch. Vielleicht hat sie sich einfach gut gehalten. Oder die plastische Chirurgie hat sie gut gehalten. Also bei aller Liebe, du kannst aus einer 49-jährigen Frau mit den besten Schönheitschirurgen keine 20-Jährige mehr machen. Ja, vermisst die tote Schlittschuhläuferin. Na, schauen wir doch mal, wann der See das letzte Mal zugefroren war. Die drei sehen auf Sonjas Monitor. In Girwitz Büro. Eine Wasserleiche mit Schlittschuhen. Die wird sich auf zu dünnem Eis bewegt haben und eingebrochen sein. Tragisch. Das müsste dann 2006 gewesen sein. Da war der See das letzte Mal zugefroren. Wieso lange schwimmt die da unten rum? Ja, das ist das Problem. Dafür schaut es heute ein bisschen frisch aus. Das heißt? Ja, vielleicht wollte bloß jemand, dass das wie ein Eislaufunfall ausschaut. Ach, Staller, jetzt fangen Sie nicht wieder so an. Wissen wir denn, wie sie heißt, die Leiche? Mm-mm. Wir haben auch keine passende Vermisstmeldung. Ja, worauf warten Sie dann noch, nicht? Foto von der Leiche machen, zur Presse bringen, Aufruf starten. Ich glaube, da müssen wir jetzt sehr schnell sein. Wieso? Sauerstoff, Verwesungsprozess. Ruckzuck weggefault. Ja, gegen Fäulnis hilft nur Tempo.
Bitte? In der Pathologie. Anja mit Klemmbrett. Ah, die Herren Fotografen. Sie reicht ihnen Mund- und Nasenschutzhauben. Nein, das behindert mich in meiner sinnlichen Wahrnehmung. Genau das ist der Sinn, Hansi. Ich hab's jetzt eingrenzen können. Unsere Leiche ist vor ungefähr einem Monat ertrunken. Die Leiche ist ertrunken? Ja, die Frau. Ja, wenn wir dann vielleicht gleich loslegen könnten. Sollten wir. Der Fäulnisprozess hat nämlich schon eingesetzt. Gut, dass du sagst. Ich hätt's überhaupt nicht bemerkt. Das Licht vom Auto haben wir brennen lassen. Er rennt hinaus. Typisch, wenn's ernst wird, zieht er den Schwanz ein. Staller hält eine Kamera. Die Leiche ist bis zum Kinn mit einem Tuch zugedeckt. Sie schaut aber sehr blass aus. Ja, das haben Leichen so an sich, Hansi. Kann man die nicht ein bisschen herrichten? Also, mein Make-up wollte ich jetzt nicht gerade unbedingt an ihr ausprobieren. Ja, vom Licht her, das stimmt das ja nicht. Warte mal. Er rollt die Bahre mit der Toten vor drei Lichtkästen mit Röntgenbildern und fotografiert ihr Gesicht. Mit einer Hand schirmt er das Licht ab. Ja, so siehst du hübsch aus. An die ist ein richtiger Starfotograf verloren gegangen. Ja, das mache ich von klein auf. Warte, jetzt brauche ich noch ein Foto von den Füßen. Er schlägt das Tuch um. Ja, aber mit Schlittschuhen dran. Das geht jetzt nicht mehr, ich hab sie schon kaum runtergekriegt. Ja, wenn du die einfach anziehst, das merkt der kein Mensch. Sie nimmt die Schlittschuhe. Übrigens ein uraltes Modell, sowas kriegst du halt gar nicht mehr. So, jetzt mach das Foto. Sag mal, die sind ja viel zu klein. Wie sollen denn die der passen? Anja zieht eine Einlegesohle aus dem Schuh und hält sie an die Fußsohle der Toten. Da hast du recht. Die sind ja mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Nummern zu klein. Vielleicht hat die ja gar nicht freiwillig angezogen. So, richten Sie es aus. Mei, schade, jetzt sind die Fotos schon gemacht. Schade, mei. Gut, dann hätten wir es, oder? Nicht ganz, weil es nämlich Mord war. Hubert zieht seine Haube herunter. Im Polizeirevier Riedel am Telefon. Also Sie kennen die Tote? Ja, könnten Sie mir bitte Ihre Nummer sagen, damit ich die gleich an die ermittelnden Kollegen weiterleiten kann? Vorwahl Wolfratshausen, ja? Er notiert Ziffern. 7381. 2281. Achso. 38382. Jetzt hab ich's. Nein, brauchen Sie nicht. Vielen Dank. Wiederhören. 7382. Im Dienstzimmer. Staller und Hubert mit Zeitung. Das Foto ist nicht einmal so schlecht. Ich habe da sehr, sehr viel mit Lichtschatten gearbeitet. Also auch perspektivisch. Servus. Servus. Da hat jemand angerufen, der gesagt hat, er kennt die Wasserleiche. Super. Wie heißt der? Wie der heißt? Mhm. Riedel hält einen Zettel. Ja, das ist eine gute Frage. Das war so ein ganz typischer Name. So, Herrschaft, zeigt mir, liegt's auf der Zunge. Riedel, du hast jetzt nicht allen Ernstes den Namen von so einem wichtigen Zeugen vergessen. Aber ich habe mir die Nummer aufgeschrieben. Hubert schnappt sich den Zettel. Das ist fast dieselbe wie die von meinem Radelschloss. Hubert greift zum Telefonhörer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kann es sein, dass du da ein paar Zahlen durcheinander gebracht hast? Riedel schüttelt den Kopf. Na, eigentlich nicht. Probier's mal mit der 3 hinten. Hubert drückt wieder auf die Tasten des Telefons. Falsch. Vielleicht hat er ja da bloß den Zahlencode aufgeschrieben und gar nicht die Telefonnummer. Na, den Code, den weiß ich ja. 7238. Da steht aber ganz was anderes. 7382? 328? Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Riedel? Ich hab das Gefühl, dass du uns da gerade ganz gewaltig in die Scheiße reitest. Riedel nickt verzagt. Im Vorraum schaut Sonja auf ihr Telefondisplay. Schade. Mit unterdrückter Nummer angerufen. Ach, ich glaub's nicht. Jetzt stehen wir wirklich saublöd da. Riedel kommt. Er schafft Zeiten, die Zahlenkombi ist komplett raus aus meinem Hirn. Was denn für ein Hirn? Sag mal, Riedel, was ist denn los mit dir? Erst den Namen von unserem wichtigsten Zeugen vergessen und dann alle Zahlen durcheinander bringen. Was ist denn das? Scheiße. Ja, genau. Und hat sich schon jemand gemeldet? Nein, noch nicht. Aber es gibt Neuigkeiten. Es war kein Unfall, sondern Mord. Girwitz tritt hinter Riedel. Sehr komisch. Naja, also wenn sich jemand mitten im Sommer Schlittschuhe anzieht, die zwei Nummern zu klein sind und damit freiwillig in See einsteigt, dann ist das wirklich komisch. Ja, verstehe. Ja, vielleicht war die Gute geistig verwirrt. Ja, wird aber keine geistig Verwirrte vermisst. Er muss ja nicht von hier sein. Vielleicht eine Touristin, die sich mit den Witterungsverhältnissen nicht auskennt, irgendwie. Jemand, der davon ausgeht, dass bei uns im Sommer der See zugefroren ist? Eskimo vielleicht, Herr Gewitz. Ja, was weiß ich? Ich meine, fragst du mal den Taucher, ob dem nicht jemand aufgefallen ist, den Schlittschuhen irgendwie in letzter Zeit.
Mein Gott! Girwitz mit Plastikbecher rauscht in sein Büro. Riedel sieht zu den Kollegen. Danke. Hubert und Staller beim Bootshaus. Taucherausrüstung liegt herum. Und Sie ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt überhaupt fragen sollen. Staller steckt sich einen Atemregler in den Mund. Ja. Ich das Ding aus dem Mund, sonst verstehe ich den nicht. Ja, deswegen haben doch die Taucher die Zeichensprache unter Wasser. Hai Alarm, Starnberger See. Alles in Ordnung? Ich krieg keine Luft mehr. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ein Dunkelblonder. Entschuldigung, wer sind Sie? Sepp Meierhofer. Mir gehört die Tauchschule. Der Herr Meierhofer, ja. Sie haben ja sicher schon gehört, dass wir da draußen eine Leiche gefunden haben. Ja, natürlich. Ich hab schon auf Sie gewartet. Wie oft gingen Sie so zum Tauchen? Mit den Fortgeschrittenen einmal die Woche. Und haben Sie da mal eine Frau gesehen, also mit Schlittschuhen? Mit Schlittschuhen? Im Sommer? Ja, also vielleicht hat's trainiert für Eisrevue. Ja, ja, das machen die. Also ganzjährig. Nein. Ja, also von uns aus war's das. Ja, mehr wollen Sie jetzt nicht wissen? Nein. Hubert geht am verdutzten Meierhofer vorbei. Das war's jetzt. Wiederschauen. In seinem Büro deutet Girwitz auf eine Zeitungsanzeige. Technische Störung bei der Polizei Wolfratshausen. Zeuge bitte nochmals melden. Können Sie mir sagen, von welcher technischen Störung hier die Rede ist? Ja, gestern haben Sie das gar nicht mitgekriegt. Ja, da hat der Anrufer angerufen mit unterdrückter Nummer und dann hat der Apparat das überhaupt nicht speichern können. Und warum hat niemand den Namen aufgeschrieben? Ja, das war ja dann also die technische Störung. Und das wusste man ja noch gar nicht in dem Augenblick. Und wer hat den Anruf entgegengenommen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, das Fräulein Wirt oder der Riedel? Fräulein Wirt, Riedel! Der Riedel, der ist draußen, der knackt sie am Fahrradschloss. Der knackt was? Ja? Können Sie mir sagen, von welcher Störung da gestern die Rede war? Technische Störung? Er hält die Zeitung hoch. Ach so, ja, das kam total unpassend. Ah ja? Und haben Sie den Anruf entgegengenommen? Nee, keine Ahnung, wer das war. Aber ich. Sie können gehen. Also der Riedel. Ich meine, warum lassen Sie den Riedel so einen wichtigen Anruf entgegennehmen? Wir haben ja was anderes zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag das Telefon bewachen. Also gut, in Zukunft nehmen nur noch Sie und das Fräulein Wirt die wichtigen Anrufe entgegen. Ha? Staller hebt den Zeigefinger. Was? Woran soll man das erkennen, ob jetzt der Anruf wichtig ist oder nicht? An der Art vom Klingeln, Hansi. Also das da zum Beispiel. Raus, beide! Danke, wiederhören. Der Zeuge hat sich gemeldet. Was für Zeuge? Sepp Meierhofer, Besitzer der Tauchschule. Oh. Wartet mal, was ist mit der Adresse? Am Bootshaus beladen Meierhofer und andere Männer in Neoprenanzügen das Schlauchboot mit Pressluftflaschen. Herr Meierhofer, ein paar Fragen hätten wir noch. Der kommt heran. Wegen der Anastasia, oder? Ja, Sie haben die gekannt. Zurückhalten von wichtigen Informationen nennt man das. Was heißt ihr zurückhalten? Ich hab mich schon gewundert, dass Sie mir nichts zu der fragen, wo ich extra auf dem Revier angerufen hab. Ja, das ist bei uns eine ganz gängige Praxis. Etappenbefragung. Ja, da will man rausfinden, wie kooperativ die Leute sind. Aha. Zu den Tauchern? Ich komm gleich, gell? Was ist mit der Anastasia? Ja, die war unser Au-pair-Mädchen, hat sich um unsere Kinder gekümmert. Sie kam aus der Ukraine und war seit einem Dreivierteljahr bei uns. Seit einem Dreivierteljahr? Jetzt ist er einen Monat weg und es fällt niemandem auf? Ja, meine Frau und die Anastasia konnten nicht so gut miteinander. Da gab es immer wieder Diskussionen. Und ehrlich gesagt haben wir gedacht, sie hätte den Job hingeschmissen und wäre wieder zurück in der Ukraine. Ohne sich zu verabschieden. Die Anastasia war recht impulsiv. Mit ihrer Frau würde man gern reden. Wo findet man die? Daheim. In einer Auffahrt. Hansi, auch wenn es da Ärger gegeben hat, dann fragt man doch mal nach, was mit dem Au-pair los ist. Also, du hast es verschwinden lassen. Dann lässt man das natürlich auf sich beruhen. Andererseits meldet er sich freiwillig bei der Polizei und hilft beim Identifizieren. Das passt ja alles nicht zusammen. Warte mal. Staller greift nach einem Geldbeutel am Boden. Der rutscht weg. Hansi, ältester Trick der Welt, das habe ich als Kind schon gemacht. Als Kind? Entschuldige, da hat da ich gar keinen Geldbeutel gehabt. Er duckt sich und pirscht die Auffahrt herauf zu einem Busch. Ein blonder und ein braunhaariger Bub springen dahinter hervor. Der Blonde richtet eine Plastikpistole auf Staller. Hey! Staller zieht seine Dienstwaffe. Aus der Pistole schießt ein Fähnchen. Sag mal, spinnt's hier? Wenn das ins Auge geht. Der Blonde senkt die Pistole. Auf dem Fähnchen steht Bang und tritt Staller auf den Fuß. Langsam. Der Braunhaarige spritzt blaue Farbe auf Huberts Hemd. Dann rennen die Buben die Auffahrt hinauf zu einem Haus. Eine Blonde öffnet.
hinten sind zwei Arschgeigen in Uniform. Und die haben uns festgehalten und mit der Pistole bedroht. Kennt ihr nicht die zwei Rotzlöffel? Ja, das sind meine Kinder. Herzliches Beileid. Fremden Leuten mit der Pistole ins Gesicht schießen und da einem Kollegen das Hemd versauen. Ach, tatsächlich? Also, ich sehe hier nur Ihre Waffen. Und aufs Hemd, sagten Sie? Ja, Zaubertinte. Die blaue Farbe auf dem Hemd ist weg. Die Polizisten folgen der Blonden in ein Wohnzimmer. Bitte setzen Sie sich doch. Hubert nimmt in einem Sessel Platz. Die Jungs. Hubert holt einen roten Gummibeutel unter sich hervor und blickt zu den Buben. Die grinsen ihn vom Flur aus an. Hubert steckt den Beutel ein. Sauer sehen die Kinder zu ihm. Es geht um ihr Au-pair-Mädchen, die Anastasia. Hat sie das gar nicht interessiert, warum die plötzlich nicht mehr da war? Also, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Es gab von Anfang an Reibereien zwischen uns. Ich war überhaupt nicht damit einverstanden, wie sie mit den Kindern umgegangen ist. Theo und August sind sehr sensibel. Sie brauchen viel Verständnis. Ein gescheite Watschen hilft auch manchmal. Ja, das wird die Anastasia wahrscheinlich auch gemeint haben. Ach, es hat einfach nicht gepasst. Wir hätten uns ohnehin demnächst von ihr getrennt. Ich hab gedacht, sie ist zurück in ihre Heimat gegangen. Und damit war der Fall für sie erledigt. Ja, ich hab dann nur noch in der OP-Agentur Bescheid gegeben. Was für Agentur? Wie heißt die? Unold. Der Till Unold wurde uns von Bekannten empfohlen. Die hat wohl mehr Glück mit ihrem Au-pair. Können wir vielleicht mal das Zimmer von der Anastasia sehen? Ja, sicher. Bitteschön. In einer weiß gestrichenen Mansarde mit weißen Schränken. Die Blonde, sie trägt einen Pferdeschwanz, tritt vor den Polizisten ein. So, das hier war ihr Bereich. Und da drüben hatte sie noch ein eigenes Bad. Wo sind denn die Sachen von der? Die habe ich alle schon in der Agentur abgegeben. Ausweis, Papiere, nix. Hat sie das gar nicht gewundert, dass das ganze Zeug noch da war? Das mag vielleicht blöd klingen, aber ich war einfach nur froh, dass sie weg war. Das klingt wirklich blöd. Und hat die da, wie soll man sagen, irgendwelche engeren Kontakte gehabt? Das weiß ich nicht, aber sie hat zumindest nie jemanden mit nach Hause gebracht. Was hatten die da den ganzen Tag gemacht? Außer sich mit den sensiblen Kindern umzuschlagen. Naja, was man halt so macht. Fernsehen oder Lesen, nehme ich mal an. Das ist ja grausam, wie im Knast. Also ich bitte Sie, in der Ukraine, da hat sie sich mit all ihren Geschwistern ein Zimmer geteilt. Hoppala. Hubert hält eine Kondomschachtel hoch. Die Kinder. Die können sie aber auch einfach nicht lassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich kindgerecht ist. Staller steckt die Schachtel ein. Wissen Sie sonst noch was über die Familie? Sie kam wohl aus einfachen Verhältnissen. Sie hat ab und zu mit ihren Eltern telefoniert. Haben Sie da Telefonnummer? Oh, tut mir leid. Aber der Unold von der OP-Agentur müsste sie haben. Die Polizisten und die Blonde kommen aus der Haustür. Gut, Frau Meierhofer, ja. Wir melden uns. Ja. Du Bachtupsi. Das ist eine Imitation. Ein braunes Häufchen liegt vor ihm. Er tritt dagegen. Boah, scheiße. Ja, stimmt. Ich sag dir was, lieber Verkehrspolizist, als bei der da auf der. Die Blonde grinst. Der Streifenwagen biegt in die Auffahrt einer Villa am Hang. In einem roten Zimmer gerahmte Fotos von jungen Mädchen auf einem Kachelofensims. Ein braunhaariger mit Einstecktuch und Siegelring sitzt in einem Sessel am Tisch. Ja, grüß Gott. Hallo. Unold. Sie sind sicher wegen der Anastasia da, oder? Ja. Also, Sie wissen schon Bescheid. Es hat sich doch rumgesprochen. Nehmen Sie Platz. Ja. Anastasia, die ist ja schon einen Monat lang weg, ne? Ach, das hat mir die Frau Meierhofer schon erzählt. Ach so, und da haben Sie es gar nicht kontaktiert? Frau Meierhofer? Nein, die Anastasia. Die habe ich ständig versucht anzurufen. Herr Unold, die Sachen von der Anastasia. Die habe ich aufgekommen. Super. Einen Monat, dann habe ich es weggeschmissen. Ja, das ist blöd, weil die hätten wir uns gerne angeschaut. Ja, aber wenn einer nicht den Anstand hat, sich abzumelden, dann ist mir das irgendwann auch wurscht. Aha. Und die Frau Meierhofer, die wollte kein anderes Au-pair. Ja, wo Sie doch so eine große Auswahl haben. Nein, die hat sich dann anders entschieden, also was meine Agentur angeht. Ein unzuverlässiges Mädchen und das ganze Image ist kaputt. Was war das eigentlich für ein Typ? Staller geht herum. So eine Einzelgängerin. Keinerlei Kontakte hat sie gehabt zu den anderen Au-pair. Ich habe sie auch bloß sporadisch gesehen. Wegen die Formalitäten halt, so Sprachkurs, Heimatdollar. Schrecklich, ja, auch für die Eltern. Die haben sich sicher schon informiert, gell? Wieso, das ist doch Sache der Polizei. Ja, wir haben ja gar keine Kontaktdaten. Die gebe ich einer. Ups, zu einem Tipp. Unold reicht Hubert ein Blatt Papier. Da sind Sie. Danke. Er gibt es Staller. Herr Unold, wenn ich zum Beispiel mal so ein Au-pair-Mädchen bräuchte, ja, dann würde ich Sie einfach anrufen, oder? Sie haben Kinder. Er fixiert Staller. Verstehst du die Frage nicht? Ja, wegen dem Alter. Also von den Kindern. Im Polizeirevier.
Was bildet denn der sich ein, weil der so viel jünger ist, oder was? Der Roberto De Niro, der ist mit 68 noch Vater geworden. Ja, Hansi, der hat aber auch eine Frau dazu gehabt. Und, wie sieht's aus? Na ja, die Tote heißt Anastasia und kommt aus der Ukraine. Ukraine? Sind die Eltern informiert? Ja, da sind wir gerade dran. Ja, spricht sie ukrainisch? Logisch, fließend, gehört zur Allgemeinbildung, haben wir schon in der Schule gehabt, Riedl. Riedl bleibt allein zurück. Echt? Im Dienstzimmer? No, 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 Mrs. Es geht um Anastasia. Ja, nein, sprechen Sie Deutsch. Do you speak German? Or English? Or another language? Sag mal, die versteht überhaupt nichts. Ja, dann leg halt auf. Staller sieht auf den Hörer, legt auf und zupft sich am Daumen. Hast du gar keine Sprachen gehabt in der Schule? Wieso? Also ich habe Latein gehabt und mit Latein kommt man wirklich überall durch, ne? Okay, was hättest du jetzt da gesagt? Was heißt denn zum Beispiel Hallo? Salve. Staller sieht zum Fenster und schluckt. Ja, ihre Tochter ist gestorben. Filia. Gestorben weiß ich jetzt nicht, aber nicht mehr am Leben. Non est vita. Das verstehen doch die in der Ukraine nicht. Ja, da kaufst du halt ein Wörterbuch. Ukrainisch, Deutsch, Deutsch, Ukrainisch. Und dann? Schreibst du einen Brief? Staller sieht vor sich hin. Ein Blick auf Münsing. Im Streifenwagen zieht Staller die Kondomschachtel hervor. Schau, was ich daheim untersucht hab. Hast du das anprobiert? Die sind aus der Apotheke. Außerdem haben schon ein paar gefehlt. Naja, dann sind sie halt doch von der Anastasia, nicht von den depperten Kindern. Aber was macht die Anastasia mit Kondomen im Nachkastel? Ja, was macht man mit Kondomen? Sie als Einzelgängerin. Ich wollte halt auch ein bisschen Spaß haben. Ja, aber die hat doch nie einen Besuch gehabt, sagt die Meierhofer. Ach so? Du meinst, dass der Besuch war vielleicht schon im Haus? Am Bootshaus wäscht Bayer Neoprenanzüge ab. Meierhofer hängt sie auf. Herr Meierhofer, Sie haben uns gar nicht erzählt, dass Sie ein Verhältnis mit der Anastasia gehabt haben. Kommt's denn da drauf? Er sieht kurz zu Bayer, dann kommt er zu den Polizisten. Die Kondome im Nachtkastel hätten sie besser weggeschmissen. Oder sollen wir einfach mal die Fingerabdrücke auf der Packung da abgleichen? Nein, das ist schon gut. Das war aber ein ganz harmloses Techtelmechtel. Mhm. Aber jetzt ist es weg und das hat sie gar nicht gewundert. Ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass sich die Sache von allein erledigt gehabt hat. Die Nummer ist mal langsam ein bisschen heiß geworden. Und da haben sie die Anastasia gleich mal am See abgekühlt mitsamt die Schlittschuhe. Da habe ich nichts zu tun, das schwöre ich Ihnen. Wirklich nicht. Da hätte ich mich doch nicht bei Ihnen selber gemeldet. Na, da wäre er ganz schön blöd. Oder besonders raffiniert. Weil wir das denken sollen, dass er so blöd nicht ist. Ja, da haben wir alles schon erlebt. Hören Sie, ich liebe meine Frau. Aber so ein Tod, das hat die Anastasia nicht verdient. Deswegen habe ich mich bei Ihnen gemeldet. Er schaut zu Hubert, der runzelt die Stirn. Oh, ich müsste jetzt heim. Bitte sagen Sie meiner Frau nichts. Ach so, mittendrin im Verhör da, soll ich einfach verabschieden. Ich muss zu den Kindern. Seit wir kein Au-pair mehr haben, springe ich selber öfters ein. Sie können mich gern begleiten. Zu den Kindern? Das machen wir ein anderes Mal. Danke. Machst du das hier? Ja. Herr Bayer, eine Frage habe ich noch. Tauchen Sie eigentlich immer genau da an der gleichen Stelle? Nein, der Sepp taucht immer da links draußen. Und ich bin jetzt, da wo er krank war, da rechts raus zu der Boje. Damit die Tauchschüler auch mal was anderes sehen. Ja, das haben sie ja dann. Hubert dreht sich zu Staller. Vielleicht sollten wir da auch mal einen kleinen Tauchgang unternehmen. Das machst du aber dann du. Nein, ich meine mit einem Spezialisten. Was mit ihm? Mit einem unbefangenen Spezialisten. Vor dem Polizeirevier hockt Riedl neben einem Mountainbike mit Fahrradtaschen. Auf dem Rahmen steht Polizei. Riedl dreht an einem Zahlenschloss und zieht daran. Dann steht er auf und streicht zwei Zahlenkombinationen auf einer Liste aus. Hubert, Staller und Yazid kommen dazu. Und Riedl, wie schaut's aus? Schlecht schaut's aus. Jetzt haben wir schon 234 Kombinationen durch und keiner funktioniert. Ja, deswegen haben wir jetzt einen Spezialisten dabei, der wird das Ganze mal beschleunigen. Ja, kann der das überhaupt? Ja, nicht bloß das. Yazid stellt seinen Werkzeugkasten ab und beugt sich über das Fahrrad. Zuschauen ist nicht erlaubt. Er dreht am Zahlenschloss und öffnet es. Bitte schön. Keine Hexerei, reine Übungssache. Das ist ja Wahnsinn. Danke. Jetzt brauchst du nur eine Zahlenkombination, die du auch merken kannst. Also in deinem Fall was Leichtes, vielleicht 1, 2, 3, 4. Genial. Riedl eilt ins Revier. So, und weiter? Staller gibt Yazid ein Buch. Schnellkurs Russisch. Wieso Russisch? Ja, Ukrainisch hätten sie erst bestellen müssen, aber es ist der gleiche Sprachstamm. Kleinrussisch. Kleinrussisch? Auffrischungskurs Tauchen?
Sagst du mal, wisst ihr, wie lange das bei mir her ist? Ja, deswegen hast du ja bis zum Nachmittag Zeit. Staller hat Yazid das Buch weggenommen und ihm ein anderes gegeben. Auf dem See fahren Hubert und Staller Tretboot. Yazid sitzt im Neoprenanzug dahinter. Immer schön gleichmäßig atmen, dann kann da gar nichts schief gehen. Wenn ihr jetzt mal gescheit habt, also genau wisst, warum macht ihr das denn dann nicht selber? Weil wir von hier oben alles im Blick haben müssen. Und damit probierst du mal aus, ob der sich in der Reuse verfangen kann. Staller gibt Yazid den Schlittschuh. Na, Moment. Jetzt sind wir genau da. Jetzt kannst du reinhupfen. Ja, dass man von hier nicht abhaut, gell? Nein, nein. Yazid steht auf. Dann Haube auf, oder? Haube auf. Haube auf. Er streift eine Neoprenhaube über. Haube auf. Brille. 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 Er setzt eine Taucherbrille auf. Schlittschuh musst du noch mitnehmen. Ja, sofort. Yazid schiebt einen Atemregler in den Mund. Schlittschuh, also auf Wiedersehen. Mit dem Schlittschuh in der Hand watschelt er zum Heck des Bootes. Dann springt er ins Wasser. Das Boot schwankt. Hubert und Staller sehen zu ihm. Yazid versinkt langsam in der Tiefe. Hubert, er ist barfuß, legt die Hände in den Schoß. Staller zieht das Russischbuch, ein Notizheft und einen Stift hervor. Was machst du jetzt? Briefschreiben auf Russisch. Mhm. Die Seeoberfläche ist leicht gekräuselt. Die Sonne scheint. Staller schreibt, Hubert hat die Augen geschlossen. Ivachsemar Rosjocha. Aha. Was heißt das? Ja, sehr geehrte Frau. Super, Hansi. Du hast in einer halben Stunde drei Worte geschafft. Ja, dann mach doch du das einmal mit den grünischen Buchstaben. Sag mal, wo bleibt denn eigentlich der Yazid? Boah, keine Ahnung. Vielleicht hat er das Kapitel mit dem Auftauchen überlesen. Hubert setzt sich auf. Was machen wir jetzt? Ja, vielleicht sollte doch mal einer von uns nachschauen. Ja, du kannst so lange die Luft anhalten. Staller klappt das Buch zu und legt es weg. Dann löst er den Senkel seines rechten Schuhs und zieht ihn aus. Hubert sieht zum Heck. Aus der Ferne nähert sich ein Boot mit Außenbordmotor. Am Bug steht Yazid und winkt. Sag mal, Hansi. Schau mal hier, was winkt denn der da so blöd? Ein Bärtiger steuert das Boot. Hallo! Ich hab mich vertaucht! Was heißt da vertaucht? Bei dem bisschen See. Ja, ja. Das ist eine faszinierende Unterwasserwelt, die man da vorfindet. Er wirft die Flossen ins Tretboot. Kann ich euch sagen. So, komm her. Yazid hieft die Pressluftflasche zu Hubert hinüber. Also, spitzt das. Also, vielen Dank, gell? Auf Wiedersehen. Yazid klettert ins Tretboot. Das andere Boot entfernt sich. Also, was hast du erlebt in deiner faszinierenden Unterwasserwelt? Ich habe versucht, den Schlittschuh festzubinden, hat aber nicht geklappt. Scheiße. Dafür habe ich was anderes gefunden. Ja, ein Haken. Ja. Ach so, du meinst, dass der Schlittschuh mit dem Haken da an der Reuse befestigt war? Damit die Leiche unten bleibt. Ja, anders kriegst du den Schlittschuh gar nicht fest. Ich habe aber noch was gefunden. Er zückt einen lilafarbenen Geldbeutel. Hubert öffnet ihn und liest. Behandle mich gut, ich bin aus echtem Leder. Was? Hubert nimmt eine blau-gelbe Karte. Anastasia Timoschuk. Er zeigt den Ausweis. Sabrina beim Bootshaus. Ah, ihr schon wieder. Seid ihr jetzt wegen der Harpunen oder wegen der Leiche da? Ja, wir haben den See untersucht, wo sie die Leiche gefunden haben. Ich hab den See untersucht. Entschuldigung, Frau Reuse, die gehört doch kontrolliert. Weißt du, wem die gehört, Sabrina? Du meinst die vom alten Fischer Amselgruber? Ja, was ist mit dem Ruhestand? Ja, sozusagen. Der ist vor einem halben Jahr gestorben. Seitdem passiert da nichts mehr. Der hat ja auch keine Angehörigen. Hubert und Staller bei Anja in der Pathologie. So, Frau Doktor, kann man da noch was retten? Ach, wie wär's mit einer kurzen Einführung? Hallo, liebe Anja, das ist das Portemonnaie von der Leiche. Nein, nein, meint doch bloß, dass das durchs Wasser liegen, ein bisschen unleserlich geworden ist und ob man das wieder rekonstruieren kann. Sie hält den Ausweis. Anastasia Timot. Ja, so weit waren wir auch schon. Nein, es geht um die zermatschten Zettel da. Was? Kann ein bisschen dauern, das muss erst einmal gescheit trocknen. Warum lässt der Mörder eine Leiche dermaßen aufwendig verschwinden und nimmt dir vorher das Portemonnaie nicht ab? Also von der Ausführung her spricht's für eine Frau. Oh, oder er war im Stress. Da klappt dann nämlich vieles auch nicht mehr so gut, gell? Ja, jeder Mörder ist erst einmal ganz normaler Mensch. Ganz genau, Hansi. Und jeder Mensch hat die Anlage zum Mörder. Du auch? Du hast nur Glück gehabt damals. Eine Tür öffnet sich. Hubert und Staller stehen davor. Frau Meierhofer, wir müssten zu Ihrem Mann.
Der ist im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer sitzt Meierhofer mit Zeitung. Die Polizisten treten ein. Grüß Gott. Hallo. Herr Meierhofer, wir haben uns das Ganze schon einmal ein bisschen genauer überlegt. Die Blonde kommt dazu. Herr Reza, kannst du uns mal einen Kaffee anbringen? Für mich nicht, danke. Nein, für mich auch nicht. Ja, vielleicht was zum Essen? Nein. Okay, hören Sie halt auf mit dem Affentheater. Sagen Sie Ihrer Frau, dass Sie es betrogen haben, dann ist Ruhe. Reza starrt ihren Mann an. Also für uns schaut es folgendermaßen aus. Sie haben ein Verhältnis mit der Anastasia gehabt. Dann wollten Sie es loswerden, weil Sie Angst hatten, dass Ihre Frau was davon erfährt. Dann haben Sie das Mädel betäubt, haben ihr Schlittschuh angezogen und haben sie es unter Wasser an der Reuse fixiert. Und zwar an der Stelle, wo sie normal gar nicht tauchen. Blöd war nur, dass sie krank geworden sind. Und der Kollege hat genau an der Stelle getaucht, wo es nicht sollte. Na, das stimmt doch nicht. Er steht auf und geht zu Reza. Reza, bitte. Was nicht? Hören Sie, was mein Mann gemacht hat, das müssen wir unter uns klären. Aber deswegen ist er doch noch lange kein Mörder. Haben Sie den schon mal gesehen? Er hält den Haken. Was soll das sein? Noch was schaut's denn aus? Ein Metallhaken vielleicht? Hab ich noch nie gesehen. Hände hoch! Jetzt lasst es! Raus hier! Er nimmt seinen Söhnen Harpunen ab. Ja, pädagogisch wertvolles Kinderspielzeug. Wir haben es mit Sicherheit auch noch nie gesehen. Frau Meierhofer, Sie wissen doch bestimmt noch ganz genau, an welchem Tag die Anastasia verschwunden ist. Ja, das war der 4. Mai. Da hatte ich nämlich eine Einladung bei unseren Nachbarn und musste deswegen eine Freundin bitten, auf unsere Kinder aufzupassen. Du musst wirklich eine sehr gute Freundin sein. Und Sie waren da natürlich auch dabei bei der Einladung. Nein, ich war geschäftlich unterwegs. Bin erst am nächsten Tag zurückgekommen. Zeugen? Ja, ein paar tausend. Ich war da auf der Messe. Pro Divers in Düsseldorf. Ich hab da einen Stand gehabt. Gut, Herr Meierhofer, wir melden uns. Hubert geht. Die Harpune, die lassen Sie besser verschwinden. Sonst tauchen Sie garantiert nicht mehr. Staller geht auch. Mit geöffnetem Mund und Zornesfalte starrt Reza ihren Mann an. Die Polizisten kommen die Auffahrt herunter. Eine Frau, die erfährt, ja, dass der eigene Mann was mit dem Au-pair gehabt hat. Die hätte ihm doch sofort eine geschossen. Vielleicht hat's resigniert. Sowas gibt's in der Ehe. Ja, oder sie hat's gewusst. Sein Blick fällt ins Wageninnere. Ach du Schande. Hubert nimmt die Attrappe einer brennenden Zigarette mit Brandloch vom Beifahrersitz und wirft sie weg. Die Buben lugen hinter einem Busch hervor. Was machst du denn da, wenn du solche Kinder hast? Gummibärli. Willst du die Nervensägen auch noch anfüttern? Jetzt wartet er mal ab. Gummibärli! Er wirft ein Tütchen zu Theo und August. Also für mich geht das pädagogisch komplett in die falsche Richtung. Weil du von Pädagogik so viel Ahnung hast. Ja, da kann man ja direkt froh sein, dass du und die anderen, dass ihr keine Kinder habt. Die Buben stehen vornüber gebeugt vor dem Busch. Gummibärli. Ja, mit Chili-Geschmack. Die Polizisten steigen ins Auto. In seiner Villa steht Unold mit dem Rücken zur Tür im roten Zimmer und telefoniert. Hubert und Staller kommen herein. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ja, Frau Berger, wenn Sie Probleme mit der Natalia haben, dann schicke ich Ihnen selbstverständlich ein anderes Au-pair-Mädchen vorbei. Das ist doch kein Problem. Er bemerkt Staller und stutzt. Schauen Sie, ich bin doch auch an einer stressfreien Arbeitssituation interessiert. Okay? Ja, ich rufe Sie an. Er setzt sich. Auf Wiederhören. Entschuldigung. Gibt es Probleme mit der Natalia? Wissen Sie, die Mädchen von heute, die wollen einfach mehr Party machen, als dass sie für die Kinder da sind. Und dann müssen sie schneller heimfahren, als sie glauben. Ist das nicht ein bisschen unmenschlich? Nein. Ich verlange von meinen Mädchen absolute Disziplin. Verstehen Sie? Es geht ja um meinen Ruf. Den lasse ich mir doch nicht von einem schwarzen Schaf versauen. Auf jeden Fall sind Sie sehr gut informiert darüber, was in den Familien so abläuft, ne? Normalerweise schon, ja. Dann haben Sie sicher auch gewusst, dass die Anastasia ein Verhältnis gehabt hat mit dem Herrn Meierhofer. Ja. Von wem? Unold legt die Fingerspitzen aneinander. Von der Frau Meierhofer. Ich hab mir angerufen. Ich hab versprechen müssen, dass ich nichts sag. Siehst du, die hat das die ganze Zeit gewusst. Unold steht auf. Es ist halt rausgekommen. Oh, schon saublöd, wenn man mit dem Au-pair-Mädel erwischt wird. Gerade als Mann. Unold legt die Hand auf die Brust. Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Dass das für einen zweifachen Familienvater eine ernste Sache ist. Vielleicht war es ja für die Anastasia eine ernste Sache. Unold neigt den Kopf zur Seite. Wirklich? Vor der Villa. Da hat doch die Frau Meierhofer eins ein Motiv. Eifersucht. Wenn sie jetzt einen Schlittschuh fahren kann und Schuhgröße 38 hat. Du, Sonja, bestell uns doch einmal die Theresa Meierhofer aufs Revier. Ja, allein ohne ihren Mann. Und schau mal, ob der auf der Messe in Düsseldorf um den 4. Mai rum einen Stand gehabt hat. Ja, Pro Divers oder so hat die geheißen. Danke.
Im Vorraum des Polizeireviers. Kommt hier mal kurz. Hubert und Staller treten ein. Also der Mayrhofer war tatsächlich auf der Messe. Und seine Frau wartet hinten im Verhörraum. Die kommt nämlich gerade aus dem Krankenhaus. Wieso Krankenhaus? Ja, weil bei den Kindern der Rachen total angeschwollen ist. Keine Ahnung. Also geht behutsam mit ihr um. Sie wirkt ziemlich mitgenommen. Ja, dann ist vielleicht besser, wenn du das übernimmst. Ja, also von Frau zu Frau. Ich bin noch gar nicht auf dem aktuellen Stand. Also pass auf. Der Mayrhofer hat ein Verhältnis mit dem Au-pair-Mädel gehabt. Daraufhin hat sie, die Frau, die Anastasia im See versenkt. Also betäubt, der Schlittschuh an und mit dem Haken an der Reuse festgemacht. Das ist der aktuelle Stand. Und das traut ihr der Frau zu? Sie zieht die Brauen hoch. Du musst jetzt rausfinden, ob sie Schuhgröße 38 hat und ob sie Schlittschuh fahren kann. Und wie gut sie taucht. Riedel kommt. Hey, mein Radl ist weg. Dann sperr's heute mal ab. Ja, hab ich doch, aber da muss irgendeiner die Kombination rausgefunden haben. Okay, da gibt's doch 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Ja, wir müssen sehr schnell durchprobieren. Hubert macht Schraubbewegungen. Im Verhörraum. Resa sitzt Sonja gegenüber. Ich kann wirklich gut verstehen, wie sie sich gefühlt haben müssen, als sie von der Affäre zwischen ihrem Mann und dieser Anastasia erfahren haben. Ein Au-pair-Mädchen. Billiger geht's gar nicht. Ja, das hat sehr weh getan. Das glaube ich. Da waren sie doch bestimmt total wütend, oder? Ja, das war ich. Ich hab sie so beschimpft und angeschrien, so kenne ich mich überhaupt nicht. Aber es ist total normal in so einer Situation, dass man da die Fassung verliert. Und dann? Hab ich ihr gesagt, sie soll ihre Sachen packen und sich hier nie wieder blicken lassen. Und wenn ich vom Einkaufen zurück bin, sollte sie weg sein. Ja, das war sie dann auch. Und was hat ihr Mann dazu gesagt? Dem habe ich nichts davon erzählt. Ich wollte, dass er denkt, sie sei freiwillig gegangen und hätte ihn einfach sitzen lassen. Was haben Sie eigentlich für eine Schuhgröße? 40. 40? Mhm. Haben Sie auch Schlittschuhe? Nein, ich kann gar nicht fahren. Tauchen Sie denn? Das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich habe nicht meinen Tauchschein. Ich bin überhaupt kein Wassermensch. Ach so. Okay. Gut, Frau Mayrhofer, das war's schon. Danke. Sie können gehen. Im Dienstzimmer hat Hubert eine Webseite offen. Spitzbubenstreiche.de. Siehst du, ist nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Das steht da so winzig, das kann keine Sau lesen. Ja, das ist ja der Sinn vom Kleingedruckten. Sonja kommt herein. Also, wenn ihr mich fragt, die Frau hat mit dem Mord nichts zu tun. Das ist eine verletzte Ehefrau, mehr nicht. Schuhgröße 40, keine Schlittschuhe und die kann auch nicht mal tauchen. Auch Girwitz kommt. Kann mir mal jemand sagen, warum unsere Hauptverdächtige gerade zur Tür rausmarschiert ist? Hm? Ja, weil wir nichts gegen sie in der Hand haben. Als Täterin kommt sie weniger in Betracht. Sie hat halt ein Motiv. Ja, aber das Motiv ist doch das Wichtigste. Ich meine, da baut man Druck auf, treibt die Verdächtigen in die Enge. Er nimmt eine Dose. Muss ich Ihnen denn alles erklären? Hm? Vorsicht. Girwitz öffnet die Dose. Ein Springteufel hüpft heraus. Sehr witzig. Sonja grinst und legt den Zeigefinger an die Nase. Vor der Bäckerei. Sabrina bringt ein Stück Torte. Staller schreibt am Tisch. Hubert hantiert am Holstergürtel. Was schreibst du denn da eigentlich? Kyrillisch. Und was heißt das? Sehr geehrte Frau, Anastasia tot, komm in Deutschland. Sehr einfühlsam. Ja, sehr effizient. Habt ihr jetzt schon eine Spur? Ja, deine netten Taucher, die haben sauber harponiert. Echt? Das hätte jetzt nicht geklappt. Ha, das, wenn du Amselgruber bist. Der hat sich immer über die Leute aufgeregt, die sich Angler schimpfen und dann die Fische quälen. Da redet der Richtige. Schon. Bei der letzten Gemeinderatssitzung haben sie sogar überlegt, in seinem Haus an der Sonnenleiter ein Fischereimuseum zu eröffnen. An der Sonnenleiter? Ja, bevor es leer steht. Aber das ist doch da, wo die OP-Agentur ist. Direkt unterhalb. Der Streifenwagen parkt auf einer Nebenstraße vor einem Holzzaun. Hubert und Staller gehen in ein Bootshaus. Das ist es, oder? Ich glaub schon. Drinnen lehnen hölzerne Ruder an der Wand. Auf einem Regal stehen eine Schachtel und eine Dose. Von der Decke hängt eine Reuse. Staller nimmt die Schachtel. Die Dose fällt runter. Jetzt hau halt nicht gleich zu. Hubert entdeckt ein paar schwarze Schlittschuhe. Staller bückt sich zur Dose, deren Deckel sich geöffnet hat. Da haben Sie. Das Modell, das kennen wir doch. Ja. Er runzelt die Stirn. Was? Aha. Ja, wir sind praktisch schon unterwegs. Die Anja hat was Interessantes für uns. Ich auch. Er zeigt einen Metallhaken. In der Pathologie. Man kann nicht alles lesen, aber so wie es ausschaut, sind das Namen. Hier, Daria und Lukas Müller oder so. Dann Katja und Leo oder Leopold, Nachname kann ich nicht lesen. Ludmilla. Sie hält ein Tütchen, darin ein Zettel. Alles ausländische Frauen und einheimische Männernamen. Und Sie haben alle ein Verhältnis mit Ihrem Au-pair-Papa gehabt, mit der Anastasia. Ich schätze mal ein bisschen mehr. Daria und Lukas Müller, die haben den gleichen Nachnamen und die anderen, soweit ich es lesen kann, auch. Also, du meinst, die haben alle geheiratet? Schein ihn.
Ich kenne das von einer Freundin, die schon mehrere Au-pairs hatte. Nach der Au-pair-Zeit wollen einfach viele hierbleiben. Ja, aber wenn das alles Au-pairs vom Monat sind. Ja, dann hat der ein Riesengeschäft gemacht. Ich meine, erst hat er kassiert bei den Familien für die Vermittlung von Au-pairs und dann bei den Au-pairs dafür, dass sie in Deutschland bleiben durften. Deshalb scheinen die alle aus wie aus dem Katalog. Naja, wenn eine was mit dem Familienpapa anfängt, dann funktioniert das Prinzip von Unhold nicht mehr. Ja, aber wenn der gespannt ist, dass die Anastasia was mit dem Meierhofer hat, dann hätte er es doch rausgeschmissen. Na, hat er ja auch. Also, irgendwie. In der Werkstatt schüttelt Yazid eine Lackdose. Also, wenn es wieder ums Tauchen geht, ich hab halt keine Zeit, gell? Nein, Videokonferenz. Was braucht man da für Gerätschaften? Kommt sehr auf die Preisklasse an. Ja, ich würde mal sagen, eher untere Preisklasse. Ja, da habe ich schon was da. Passt auf. Er bringt Laptops und Kabel. Bitteschön. Ja, das nennt sich Videochat, steht aber ganz groß auf Wiedersehen drauf, gell? Ihr seht, ehrlich gesagt, würde mir das Radl in Blau besser gefallen. Ja, das habe ich halt so reingekriegt. Von wem? Ich kann doch jetzt nicht plötzlich als Händler meine Mittelsmänner preisgeben. Schau, dass du schnell wieder losbringst. In der Originalfarbe. Ja, ist ja gut. Er schaut aufs orange lackierte Mountainbike. Ja. Hubert geht an ihm vorbei. Im roten Zimmer klappt Hubert den Monitor eines Laptops hoch und befestigt daran eine Webcam. Unhold beobachtet ihn. Könntest du mir jetzt endlich sagen, was das soll? Ich hab sie gleich. Hubschi, hallo? Kannst du mich sehen? Ja, ich sehe dich, Hans. Du bist ein bisschen mager, er steht zurück. Staller fährt sich durchs Haar. Super, schaust cool aus. Und auf geht's. Bei Staller sitzt ein Paar Rücken an Rücken. Herzlich willkommen zu Hansis Herzblatt. Unsere Quizkandidaten heute sind das Ehepaar Daria und Lukas Müller. Ja, könnt ihr euch mal ein bisschen in die Kamera lächeln? Ah, richtig oder falsch heißt unser Spiel. Wir wollen nämlich wissen, wie gut sich unsere Eheleute nach 2 Jahren Ehe kennen. Also, ich stelle jetzt eine Quizfrage und ihr antwortet mit richtig oder falsch. Aber natürlich ohne, dass ihr euch dabei anschaut. Also, erste Frage. Die Daria schläft links im Ehebett. Ist das richtig oder falsch? Lukas senkt den Daumen. Daria hebt ihn. Unhold vor dem Monitor senkt den Blick. Leider gar keine Übereinstimmung. 0 Punkte. Das ist bei mir nicht anders. Die Daria trinkt gerne Weißwein. Ist das richtig oder falsch? Unhold presst die Lippen zusammen. Oh, schon wieder keine Übereinstimmung, 0 Punkte. Na, da fragt man sich doch, wann die zwei überhaupt einmal miteinander. So, Hansi, ich glaube, das langt jetzt. Naja, wieso? Ihr hättet schon ein paar Fragen. Das langt. So, Vermittlung von Scheinehen. Das sind alles ehemalige Au-pairs von Ihnen. Und dann fragen wir uns noch, was die Liste da bei der toten Anastasia zu suchen hat. Ja, das kann ich auch nicht beantworten. Ja, das braucht ja gar nicht, weil das können wir nämlich beantworten. Die Anastasia, die hat blöderweise was mit dem Meierhofer angefangen. Ja, da haben sie es rausgeschmissen, das wollte die sich nicht gefallen lassen und da hat sie sie erpresst. Und dann haben sie es umgebracht. Das müssen sie erst einmal beweisen. Ja, und behaupten Sie mal nicht, dass Sie nicht tauchen können. Wir haben nämlich die Kopie von Ihrem Tauchschein von 1999. Den haben Sie in Thailand gemacht. Mhm, die Haken und die Schlittschuhe, die haben Sie aus dem Bootshaus von Ihrem verstorbenen Nachbar gestohlen. Und die DNA von Ihnen haben wir da auch gefunden. Die Anastasia, die hätte sie doch bloß an die Spielregeln halten müssen. Hansi, ich glaube, das war ein Geständnis. Staller nickt. Unhold starrt auf den Monitor und schluckt. Im Vorraum sitzt Hubert auf Sonjas Schreibtisch. Er hält ihr eine Zeitung hin. Da hat man aber keine Lust mehr aufs Heiraten, wenn man sowas liest. Du, Ehe ist immer ein schmutziges Geschäft. Ihr stellt euch vor, mein Radl ist wieder da. Nein. Ja doch, der Dieb hat es mit samtem Schloss vor die Tür gestellt. Wahrscheinlich hat es ihm nicht gefallen. Eine Langhaarige kommt ins Revier. Hallo, was können wir denn tun? Nein, Sonja, das ist für mich die Dame, hilft mir ein bisschen bei der Übersetzung. Mir ist die Frasse, wir haben mal hier unter Flur. Staller umfasst ihre Hüfte, sie gehen. Willkommen in meinem Schuh. Sie verschränkt die Arme. Riedel blickt ratlos. Hubert zuckt mit den Schultern. Das war Hubert und Staller. Dünnes Eis aus dem Jahr 2013. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja und andere. Drehbuch Antje Bär, Regie Jan-Markus Lienhoff. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Claudia Böhme und Jan Potterst. Redaktion Elmar Dosch und Bernd Benecke. Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Florian Schwarz.